Calm down, it's your fault. Von der vergleichsweise warmen Türkei dürfen wir unseren Trainer wieder zurück begrüßen in Linz. Testspiel heute gegen Union Edelweiss, 5:2 Sieg. Was kann man zu der Partie sagen? Ja, ich denke, dass es schwierig war für uns heute. Wir haben jetzt zwei Tage trainingsfrei gehabt und dann gleich Spiel. Das ist normalerweise nicht üblich, aber wir haben Edelweiss das Spiel versprochen und deswegen haben wir das natürlich eingehalten. Wir haben heute einige Spieler dabei gehabt, die jetzt weniger Spielzeiten gekriegt haben im Trainingslager. Wir haben versucht, das heute da wettzumachen, dass die Spieler eben Einsatzminuten kriegen. Die meisten haben es, glaube ich, recht gut gemacht.
erste Halbzeit haben wir schon Probleme gehabt im Ballbesitz, zweite Halbzeit haben wir es wesentlich besser gemacht und dann haben wir es dann auch verdient gewonnen. Genau, in der zweiten Halbzeit, weil du schon gesprochen hast, hat man vor allem den Eindruck gehabt, dass ein regelrechter Sturmlauf von unserer Mannschaft da war. War das gewollt so oder hat sich das einfach aus der Dominanz und vielleicht der Müdigkeit vom Gegner ergeben? Ja, es war von Anfang an gewollt, dass wir mehr Druck machen und einen besseren Ballbesitz haben. Wir haben es einfach erste Halbzeit nicht geschafft, zweite Halbzeit, wie gesagt, haben wir es dann viel besser gemacht, vor allem mit dem Simon Gasselmeier, denke ich, haben wir dann schon einen frischen Wind gebracht, zweite Halbzeit. Aber auch Konstantin Gradl oder Robin Meyer, die noch ganz jung sind, haben es, finde ich, die zweite Halbzeit recht gut gemacht. Und freut mich, dass die Burschen gewonnen haben, weil es ist nicht so selbstverständlich für die Spieler, dass sie gegen eine Mannschaft wie Edelweiss da also die Tore schießen. Am Freitag wartet dann schon ein wenig ein anderes Kaliber auf uns, da wartet der österreichische Meister Red Bull Salzburg auf uns. Wie hat sich das Testspiel jetzt so relativ kurzfristig ergeben und wie blickt man auf das Spiel aus Vorwärtssicht? Ja, das Testspiel hat sich so ergeben, dass Red Bull bei uns angerufen hat, beziehungsweise hat uns eine E-Mail geschrieben, die man dann das Gegner braucht und schon für uns eine besondere Ehre, dass sie an uns denken und ich denke, die Burschen haben es ja verdient. Durch die letzten Ergebnisse ja, gegen Sturm Graz, Red Bull sucht sich ja einen Gegner, der sich ja zumindest ein bisschen fordern kann. Für uns ein super Test, werden wir nochmal sehen, wo wir arbeiten müssen in den letzten Tagen dann vor Ried. Und wie gesagt, wir freuen uns auch schon, auch wenn es nur ein Testspiel ist, aber trotzdem ein besonderes Spiel für die Mannschaft. Du bist ja jetzt gerade in der Wintervorbereitung sehr in den Fokus gerückt und bist sehr nahe an die erste Mannschaft herangerückt. Wie war das für dich, wie du das erfahren hast, dass du jetzt so da eingebunden wirst? Ja, nach dem Testspiel, das interne Testspiel, was wir gehabt haben untereinander, hat der Trainer zu mir gesagt, dass ich mitfahre auf Trainingslager. Und dadurch ist halt jetzt dann auch immer mehr und mehr geworden und jetzt bin ich halt näher bei der Mannschaft. Du hast das schon angesprochen, das Trainingslager. Wir haben vorher auch schon erwähnt, geredet. Die Bedingungen waren natürlich in der Türkei von den Temperaturen her um einiges besser. Wie würdest du oder was für Fazit würdest du ziehen über die eine Woche im Trainingslager in der Türkei? Ja, es war super, auch vom Fußballerischen war super und auch die Mannschaft ist viel mehr miteinander zusammengekommen, viel Spaß miteinander gehabt und die Testspiele, wie man bei den Ergebnissen sehen kann, waren sehr gut. Am Freitag steht ja schon das nächste Testspiel für uns auch. Da geht es zu einem wenig größeren Club, da geht es zu Red Bull Salzburg dann. Habt ihr hier schon irgendwas angeschaut im Hinblick auf das Spiel oder was? Was denkst du zu dem Spiel gegen einen österreichischen Meister? Ja, sicher große Herausforderung. Also wir kennen eigentlich nur Gewinner gegen Salzburg und jetzt für den ist auch das letzte Testspiel vor der Meisterschaft. Also wird es sicher ein guter Test sein gegen uns.